play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliffy. Oh no, Gilliffy, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und es gibt wieder Neuigkeiten. Der Electronic Sports World Cup hat announced, dass die in 2015 ein reines Call of Duty Turnier starten werden. Das Ganze, wie man hier sehen kann, wird vom 2. bis 3. Mai, also am 2. 3. Mai Wochenende sein. Und es werden, und das ist das richtig, richtig krasse, 12.000 Zuschauer vor Ort sein. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Teams, die da sind, die werden quasi einfach auf einer Mainstage sitzen und vor ihnen sitzen einfach 12.000 bis 13.000 Zuschauer. Das ist richtig, richtig krass, wenn man sich das vorstellt, wenn man da oben sitzt und spielt vor so vielen Leuten ein Call of Duty Match. Insgesamt werden 8 Teams auf das Turnier kommen, aus der ganzen Welt. Und was auch richtig krass ist, es gibt $50.000 Preispool für diese 8 Teams. Und das ist meiner Meinung nach für so wenig Teams richtig, richtig viel. Vor allem, wenn man sich das hier unten anschaut. Das Preisgeld wird verteilt folgendermaßen: Der erste bekommt $20.000, der zweite bekommt $10.000, der dritte und vierte bekommen $6.000 und die letzten 4 bekommen immer noch $2.000. Also sprich, du gehst auf das Turnier, wirst letzter, verlierst alle Games und hast trotzdem noch $2.000 Gewinn. Das ist meiner Meinung nach richtig, richtig cool, das hat man ganz, ganz selten. Und ja, wie könnt ihr an dem Turnier teilnehmen? Es ist natürlich relativ schwierig, für so ein Turnier eingeladen zu werden. Es gibt verschiedene Offline-, also LAN-Events, wo man sich für die ESWC 2015 qualifizieren kann. Es gibt 2 Teams, die anhand einer Community-Wahl eingeladen werden. Einmal ein US-Team und einmal ein französisches Team. Und es gibt natürlich wieder die Möglichkeit, sich online zu bewerben, so wie wir es auf der ESWC 2014 gemacht haben. Wir hatten dann die Ehre, die deutschsprachigen Regionen zu vertreten auf der ESWC 2014. Das gleiche ist dieses Jahr auch wieder möglich, dass man sich anhand eines Online-Formulars dafür bewirbt. Das Online-Formular findet ihr auch hier in der Deserto Germany News. Die News ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen. Hier unten auch in der News findet ihr den offiziellen ESWC 2015 Trailer, könnt ihr euch auch anschauen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Natürlich bitte das Abonnieren nicht vergessen, würde uns tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Shox.